Hi, hier ist Christian von Updated und das ist ein ausführlicher Vergleich zwischen dem Huawei MediaPad M1 8.0, das seht ihr hier auf der linken Seite, und dem Huawei MediaPad X1 7.0, das auf der rechten Seite sichtbar ist. In diesem Vergleich gehen wir natürlich auf die Hardware ein, das Design und auch die Verarbeitung, aber natürlich auch auf das Display, die Kamera, die Software und auch die Akkulaufzeit. Viel Spaß damit! Anfangen möchte ich in meinem Video natürlich mit der Hardware, der Ausstattung und natürlich auch der Verarbeitung und dem Design. Und anfangen werde ich einfach mal auf der linken Seite mit dem Huawei MediaPad M1 8.0 und beginnen werde ich natürlich auf der Vorderseite. Wir haben hier also ein 8 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 1280 Pixel mal 800 Pixel. Das heißt, wir haben eine HD-Auflösung, keine Full-HD-Auflösung. Was bei dieser Größe noch einigermaßen in Ordnung ist. Es ist ein IPS-Display, was dafür steht, dass die Weißwerte und die Blickwinkel generell sehr gut sind. Huawei gibt das Tablet selbst als Multimedia-Tablet aus, was bedeutet, wir haben Frontlautsprecher auf der Vorderseite, nämlich im oberen Bereich und im unteren Bereich. Das heißt, wir haben hier Stereo-Sound mit der SWS-Technologie, das heißt Super Wide Sound. Die Audioeigenschaften sollen dadurch klarer sein, es soll eine höhere Lautstärke erreicht werden, was ich bis zum jetzigen Zeitpunkt auch so bestätigen kann. Das heißt, diese Boxen, die machen schon wirklich Krach. Im oberen Bereich haben wir noch eine Frontkamera und diverse Sensoren. Im Fuße des Gerätes haben wir den Micro-USB-Anschluss und ein kleines Mikrofon. Die linke Seite ist komplett clean. Im oberen Bereich haben wir den Audioanschluss mit einem zweiten Mikrofon. Und auf der rechten Seite haben wir die Lautstärkewippe mit dem Powerbutton, also dem Ein- und Ausschalter. Auf der Rückseite könnt ihr sehen, dass wir hier zwei Materialien haben, nämlich im unteren und im oberen Bereich haben wir Kunststoff verbaut. Das sind Kunststoff-Inlays, wo die Antennen verbaut sind, unter anderem eine WLAN-Antenne und eine LTE-Antenne. Das heißt, wir haben hier ein LTE-Modem an Bord, womit ich mit diesem Tablet auch unterwegs surfen kann, aber auch telefonieren kann. Das heißt, ich kann dementsprechend auch WhatsApp-Nachrichten empfangen oder auch senden, genauso wie SMS oder MMS. Oben links haben wir noch eine 5-Megapixel-Kamera und im unteren Bereich haben wir einen kleinen Einschub bzw. eine kleine Aussparung, wo ich diese Kunststoffleiste abnehmen kann und ich dann hier einen Blick auf den Micro-SD-Karten-Slot und den SIM-Karten-Slot bekomme, wo ich dann natürlich auch meine SIM-Karte einlegen kann. Der interne Speicher bei dem Huawei MediaPad M1 8.0 beträgt 4 GB. Ich kann ihn mit maximal 32 GB ausstatten. Ich habe das auch mit einer 64 GB Karte probiert. Das hat allerdings nicht funktioniert. Das heißt, sie wird nicht erkannt. Also hier sind maximal 32 GB interner Speicher erweiterbar bzw. möglich. Angetrieben wird das Tablet von einem Quad-Core-Prozessor mit 1,6 GHz. Wir haben noch 1 GB Arbeitsspeicher dabei. Und eben die LTE-Konnektivität. Das betrifft also das Huawei MediaPad M1 8.0. Schauen wir uns das zweite Tablet im Bunde an. Wurde auch im Rahmen des MWC vorgestellt und ihr könnt schon sehen, es ist viel handlicher und von den Abmessungen her und dem Design ist es irgendwie auch etwas eleganter. Wir haben also hier ein 7 Zoll Tablet, also mit einer 7 Zoll Diagonale. Wir haben allerdings eine Auflösung von Full HD 1920 x 1080 Pixel, dementsprechend viel hochauflösender. Und damit liegt es in einem Bereich von dem Nexus 7. Auf der Vorderseite haben wir eine 5-Megapixel-Kamera, Annäherungssensor und Helligkeitssensor und natürlich die Hörmuschel. Und auf der Rückseite haben wir, wie auch beim M1 8.0, zwei Materialien, nämlich zum einen Aluminium und auch zum anderen Kunststoff. Im unteren Bereich haben wir den Lautsprecher verbaut, das heißt der Lautsprecher bei dem X1 7.0 ist auf der Rückseite. Im oberen Bereich haben wir allerdings eine 13-Megapixel-Kamera plus LED-Blitz, was beim M1 8.0 gefehlt hat. Allerdings, wie beim M1 8.0, habe ich die Möglichkeit, auch dieses Tablet zu erweitern, nämlich in Form von einer Micro-SD-Karte. Der interne Speicher beträgt hier 16 GB. Ich kann hier wiederum 32 GB reinstecken, sodass ich den Speicher vergrößern kann. Und ich habe hier die Möglichkeit, eine SIM-Karte einzulegen, eine Micro-SIM-Karte, um auch mit diesem Tablet unterwegs im LTE-Netz, nämlich Cat4 sogar mit 150 Mbit/Sekunde, surfen zu gehen, beziehungsweise natürlich auch Telefonate zu führen. Des Weiteren habe ich hier einen Power-Button und hier die Lautstärkewippe, im unteren Bereich natürlich noch ein Micro-USB-Anschluss und das Mikrofon zum Telefonieren. Generell, das könnt ihr, denke ich, ganz gut sehen,
sind diese Tablets von der Größe schon sehr unterschiedlich und das X1 7.0 ist natürlich umso handlicher. Von der Verarbeitung her gefällt mir das X1 persönlich auch etwas besser, da aufgrund der Größe das Tablet verwindungssteifer ist. Das heißt, es ist wirklich ein solides Tablet, ein richtig guter Brocken und es liegt dementsprechend wirklich sehr gut in der Hand. Kurz zu den Abmessungen bzw. zu der Dicke und dem Gewicht der Geräte. Wir haben hier bei dem M1 8.0 eine Dicke von 7,95 mm, das heißt, es ist noch unter 8 mm, ein sehr guter Wert und ein fantastisches Gewicht von 329 Gramm. Das kann allerdings nochmal durch das X1 getoppt werden. Das heißt, wir haben hier nur 7,5 mm Dicke. Das entspricht ungefähr ja, noch unterhalb einem Galaxy S5. Und wir haben auch nur ein Gewicht von 240 Gramm als Vergleich und auch als Konkurrent zu sehen. Das Nexus 7 bringt immerhin noch 290 Gramm auf die Waage. Angetrieben wird dieses Tablet auch ebenfalls von einem Quad-Core-Prozessor, dem HiSilicon Kirin 910 mit 1,6 GHz. Wir haben hier 2 GB Arbeitsspeicher an Bord. Das heißt, 2 GB Arbeitsspeicher gegenüber 1 GB Arbeitsspeicher, gleicher Prozessor, höhere Auflösung allerdings, mehr Speicher und genauso wie das M1 auch die LTE-Verfügbarkeit, sodass ihr auch unterwegs surfen gehen könnt. Schauen wir uns jetzt mal die Software an, die auf beiden Geräten zum Einsatz kommt und auch hier fange ich wieder mit dem M1 8.0 an. Wir gehen also in die Einstellungen und klicke auf dieses kleine Rädchen. Wische nach unten, gehe auf über das Tablet und wir sehen, dass hier noch Android 4.2.2 Jelly Bean zum Einsatz kommt mit der Emotion UI 2.0 und auch hier seht ihr nochmal einige Spezifikationen, nämlich zum Beispiel Tablet-Speicher sind momentan noch 2,99 GB frei nach einigen Installationen. Vorher waren das 4,33 GB. Wir haben eine Auflösung von 800x1280, auch wie erwähnt 1 GB Arbeitsspeicher und eben die 4-Kern-CPU mit 1,6 GHz. Emotion UI heißt einfach, dass Huawei die Oberfläche etwas anpasst. Ich benutze immer das Wort veredelt. Die sieht in diesem Falle so aus, dass ich zum Beispiel Übergänge definieren kann. Ich kann zum Beispiel hier eine andere Animation wählen. Jetzt sieht das aus wie ein Windmühlenrad, aber kann das natürlich auch wieder rückgängig machen. Ich kann die Hintergründe ändern, Startbildschirm und Sperrbildschirm gleich benennen. Und dementsprechend hier bestimmte Bilder festlegen, die dann auch natürlich dann sofort hier wieder angezeigt werden. All das ist eben hier vorhanden. Was hier nicht vorhanden ist, ist dieser sogenannte App Drawer. Das heißt, ihr habt keine Zentrale, wo eure Apps nochmal abgelegt werden, wo sie hinterlegt werden, wo ihr sie deinstallieren bzw. auch installieren könnt. Das funktioniert bei Huawei alles auf dieser Oberfläche, das heißt hier auf diesen Startscreens. Explizit heißt das, wenn ich hier zum Beispiel diese Anwendung löschen will, diesen Benchmark, nehme ich ihn einfach, halte ihn auf den Papierkorb und sage deinstallieren und dann ist diese Kiste auch schon wieder hier runter und ansonsten ist diese Oberfläche wirklich sehr simpel gehalten und das ist auch das Ziel von Huawei und ihr könnt sehen, dass ab und zu leckt das hier, wenn ich mal Sachen deinstalliert habe bzw. mehrere Anwendungen geöffnet habe. Im oberen Bereich habt ihr noch die Benachrichtigungsleiste. Was bedeutet, ihr könnt hier die Helligkeit automatisch regulieren lassen bzw. auch manuell regulieren und habt die Möglichkeit WLAN anzuschalten, die mobilen Daten ein- oder auszustellen bzw. auch hier direkt Screenshots anzufertigen. Das betrifft also das M1 8.0, ist aber in diesem Falle auch genauso auf dem X1 möglich. Was ihr im unteren Bereich seht, sind die sogenannten Software-Buttons. Das heißt, wir haben die Buttons direkt auf dem Bildschirm liegen, nämlich der Zurück-Button, der Home-Button und ein Multitasking-Button, wo ich dann in die einzelnen Anwendungen reingehen kann, beziehungsweise wo ich dann auch einzelne Anwendungen wieder herausstreichen kann, wie zum Beispiel WhatsApp oder Google oder was auch immer. Dadurch, dass natürlich hier ein LTE-Modem verbaut wurde, habe ich eben schon mal erwähnt, kann ich natürlich auch SMS versenden, E-Mail schreiben, beziehungsweise auch WhatsApp senden. Das ist all möglich. Dazu benötigt ihr lediglich eine SIM-Karte, nämlich eine Micro-SIM-Karte von eurem Provider. Kommen wir nun zu dem X1 7.0. Wie kurz erwähnt, haben wir hier auch Android drauflaufen und zwar auch in der Versionsnummer 4.2.2. Das betrifft wieder Jelly Bean in der Emotion UI 2.0. Also das heißt, von den Voraussetzungen her sieht das ganz genauso aus wie bei dem
MediaPad M1 8.0. An freiem Speicher haben wir von 16 GB insgesamt 11,51 GB. Die Auflösung, wieder erwähnt, 1200x1920. Da habe ich eben Fehler gemacht. Das sind also 1200, nicht 1080 wie bei Smartphones, sondern 1200. 2 GB Arbeitsspeicher und auch eine 4-Kern-CPU mit 1,6 GHz. Und auch hier die Oberfläche genauso. Ich kann hier also die Hintergründe ändern, ich kann die Übergänge ändern und die ganzen Animationen. Und ihr seht, das läuft etwas flüssiger aufgrund des Arbeitsspeichers, denn diese 1 GB machen doch schon etwas aus als beim MediaPad M1 8.0. Was hier allerdings anders ist, ist die Tatsache, dass diese Software-Buttons zwar auch auf dem Display liegen, aber je nachdem, wenn ihr in Anwendung seid, auch ausgeblendet werden. Das heißt, ihr habt die volle Möglichkeit, die ganzen Apps auf dem Display darzustellen. Und wenn ihr die Benachrichtigungsleiste bzw. diese Navigationsleiste wieder benötigt, zieht ihr einfach von unten nach oben und könnt so dann in den Multitasking-Bereich hineingehen. Werfen wir jetzt mal einen ganz kurzen Blick in die Galerie und schauen uns einige Fotos an und gehen mal in den Bereich des Servants über, um uns dort auch die Weißwert und die Blickwinkel anzuschauen. Als erstes rufe ich mal die Galerie auf und da habe ich einige Fotos mal vorbereitet, die ich immer als Referenz nehme. Die Helligkeit ist momentan auf das Maximum hochgeschraubt und ihr könnt sehen, wenn ich hier auf diese Blätter gehe, dass man einzelne Pixel oder dass die einzelnen Blätter jetzt nicht so gut erkennbar sind. Das sieht alles etwas schwammig aus, eben aufgrund der Auflösung von 1280x800. Die Farben ansonsten werden relativ natürlich dargestellt, das heißt, wir haben hier keine Übersättigung in dem Rotbereich. Das sieht meiner Meinung nach alles sehr gut aus. Das gleiche machen wir natürlich mal mit dem X1. Auch dort habe ich die Galerie vorbereitet. Ich rufe die auf und gehe auch auf das erste Bild und zoome hier rein. Und ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Also hier sind wirklich mehr Details im Bereich des Laubes feststellbar. Und auch die Farben sind meiner Meinung nach etwas präsenter, etwas knackiger als noch bei dem M1 8.0, aber auch immer noch natürlich. Das heißt, wir haben auch hier ein IPS-Display, was die Farben naturgetreu wiedergeben kann. Und hinsichtlich der Blickwinkel muss ich sagen, dass mir das X1 wesentlich besser gefällt als das M1. Das heißt, das zeige ich euch gleich beim Surfen. Die Blickwinkel beim X1 sind wirklich um einiges besser und auch generell ist das Surferlebnis bzw. die Usability hier von dem X1 um einiges besser als eben bei dem M1. Das ist also zum Beispiel unsere Website mit dem X1. Und wenn ich jetzt hier durchscrolle, seht ihr, dass das relativ fluffig funktioniert, ohne groß zu haken. Ich werde jetzt mal einen entsprechenden Artikel aufrufen. Habe ich schon zweimal geklickt. So, das ist also der Artikel und bevor er komplett geladen ist, kann ich schon einigermaßen gut, ja, also es dauert etwas, aber man kann einigermaßen gut mit scrollen. Es ist absolut in Ordnung. Und wenn ich das jetzt hier aufziehe, um einmal hier etwas näher an die Kamera zu gehen, könnt ihr erkennen oder könnt ihr eben nicht erkennen, jeden einzelnen Pixel. Also das ist wirklich gestochen scharf, das sieht aus wie hier ein gedrucktes Buch. Das sieht wirklich meiner Meinung nach sehr gut aus. Und wenn man hier mal das Display neigt, gefällt mir das auch wirklich super gut. Vor allem die Weißwerte, das sieht wirklich aus wie ein reines Weiß und nicht wie ein graues Weiß mit so einem leichten Grauschleier. Das lege ich mal kurz hier daneben, rufe das M1 8.0 auf und dann halten wir das auch mal nebeneinander und schauen mal, wie schnell hier die Sachen geladen werden bzw. aufgerufen werden. Ich gehe auch wieder hier in den Browser und dort wird schon die Seite geladen und ihr könnt sehen, es dauert einen Tick länger als beim X1, obwohl die gleiche CPU verbaut wurde. So, das ist also die Seite. Wenn ich hier durchscrolle, funktioniert, ja, hier muss es noch nachrendern, also funktioniert annähernd so gut wie beim X1 und auch hier wird wieder ein bisschen nachgerendert. Also das X1 ist schon etwas flotter, muss man ganz ehrlich sagen. Jetzt rufe ich den Artikel auf. Auch hier ist die Helligkeit auf das Maximum heraufgeschraubt. Und wir schauen uns einfach mal den Vergleich hier dieser Weißwerte an. Also hier sieht man wirklich ein sehr tolles Weiß, ein sehr reines Weiß, während hier in dem mittleren Bereich von dem M1 8.0 eben das Weiß etwas grauer wirkt. Und auch das Grau neben dem Content, also außerhalb des Lesebereiches,
sieht auf dem X1 etwas besser aus. Wenn ich jetzt die Displays neige, in dieser Hinsicht könnt ihr sehen, es spiegelt sich gerade ein Fenster hier drin, aber das Weiß beim X1 bleibt stabiler, man kann noch mehr lesen und das Display ist nicht ganz so spiegelnd wie beim M1 8.0, also das X1 gefällt mir dahingehend bezüglich der Lesbarkeit von Texten natürlich um einiges besser. Ich rufe auch mal hier nochmal den Text etwas größer auf und man sieht es etwas leicht verschwommen, es ist wirklich nur minimal, aber man sieht doch schon deutliche Unterschiede gegenüber dem X1. Werfen wir jetzt mal einen Blick auf die Kamera und wie ich bereits erwähnt habe, also im Intro haben wir hier beim M1 8.0 eine 5-Megapixel-Kamera, allerdings ohne LED-Blitz. Das heißt, ihr könnt mit diesem Tablet jetzt so von den rein technischen Daten erstmal nur Schnappschüsse machen bei gutem Umgebungslicht, das heißt im Hellen. Das Ganze wollen wir uns mal hier im Bereich der Kamera anschauen und schauen uns einfach mal an, was wir hier für Einstellmöglichkeiten haben bei der Kamera des MediaPad M1 8.0. Ihr seht, da hinten habe ich ein Android-Männchen. Ich kann hier also in verschiedenen Bereichen der Kamera fokussieren, auch verschiedene Bereiche eben schwenken und ich kann natürlich auch die Bildgröße festlegen. Das heißt, 5 Megapixel sind maximal möglich, allerdings nur im 4:3 Format. Wenn ihr also lieber im 16:9 Format fotografiert, sind leider nur noch 3,8 Megapixel möglich. Was bedeutet weniger Details, höheres Rauschen im Bild. Im Videobereich könnt ihr natürlich auch die Videoqualität einstellen. Hier sind nur 720p möglich. Im 16:9 Format, das heißt, wir können hiermit keine Full-HD-Videoaufnahmen machen. Dementsprechend ist das Video auch weniger hochauflösend. Allerdings gibt es einen elektronischen Bildstabilisator, den ich hier eingestellt habe und eine Objektverfolgung, was bedeutet, wenn ich im Videomodus bin und genau das gleiche gibt es auch für den Fotomodus, ich starte ihn jetzt mal, habt ihr die Möglichkeit, ein Objekt zu taggen. Das heißt, ich klicke hier auf das Android-Männchen und ihr könnt sehen, dass eben dieses Fadenkreuz direkt auf dem Android-Männchen bestehen bleibt. Das heißt, der Fokus wird immer auf diesen Punkt gelenkt. Eine ganz nette Spielerei, funktioniert in der Realität auch relativ gut. Wenn ich jetzt natürlich mal ein Foto auslöse, momentan eben 5 Megapixel, gutes Umgebungslicht, nämlich hier im Studio, gehe auf Auslösen und gehe mal dann in das Bild rein. Und zoome vor allem mal rein, könnt ihr schon sehen, es ist für Schnappschüsse geeignet, allerdings nicht für mehr. Das heißt, man sieht hier schon, wie so einige Unscharfheiten entstehen, wie das so etwas verschwommen wird. Man sieht einige Rauschfragmente. Das heißt, für die eigentliche Schnappschussfotografie, wenn man mal irgendeinem was senden will per WhatsApp oder sowas, ist das noch in Ordnung. Ansonsten ist die Kamera natürlich hier hinter der des X1 7.0. Auch hier rufe ich mal die Kamera auf und wie auch schon erwähnt, haben wir hier eine 13-Megapixel-Kamera, ist eigentlich auch ein Novum im Tablet-Bereich und ein LED-Blitz. Und wenn ich hier die Oberfläche aufrufe, könnt ihr schon sehen, das ist alles etwas fluffiger als beim MediaPad M1. Auch hier rufen wir mal die Bildgröße auf. Das heißt, wir haben maximal 13 Megapixel im 4:3 Format, 10 Megapixel noch im 16:9 Format. Auch hier habe ich eine Objektverfolgung und Videos kann ich sogar in Full HD aufnehmen. Das heißt 1920 x 1080 Pixel ebenfalls im 16:9 Format. Und auch hier habe ich die Möglichkeit, einen Bildstabilisator einzustellen, nämlich einen elektronischen Bildstabilisator. Ich mache das gleiche, wie ich das auch beim M1 gemacht habe. Ich fotografiere nämlich hier dieses Männchen, gehe auf Auslösen, das funktioniert auch etwas schneller und rufe das auf. Und hier sieht man dann schon eindeutig, dass die Qualität wirklich besser ist als beim MediaPad M1 8.0. Das sind also die Unterschiede im Bereich der Kamera. Wir haben hier eine hochauflösende 5 Megapixel Kamera im MediaPad, nur eine VGA Kamera, eine 13 Megapixel Kamera im X1 und eine 5-Megapixel-Kamera ohne LED-Blitz im M1 8.0. Kommen wir nun nochmal auf den Bereich der Performance zu sprechen und auch die Akkulaufzeit. Wir haben hier im MediaPad M1 8.0 einen 4800 mAh starken Akku und im Huawei MediaPad X1 7.0 haben wir sogar einen 5000 mAh starken Akku, was bedeutet, wir haben ein kleineres Gerät, es ist dünner, es ist leichter, trotzdem ist der Akku größer
als hier in dem Schwestermodell in dem MediaPad M1 8.0. Hinsichtlich der Akkulaufzeit nehmen die sich allerdings nichts, denn wir haben hier natürlich eine deutlich höhere Auflösung. Wir haben auch 2 GB Arbeitsspeicher. Hier ist die Auflösung etwas geringer. Was bedeutet, wenn ich natürlich Anwendungen ausführe, zum Beispiel Spiele zocke oder auch Video schaue, müssen hier generell immer mehr Pixel über das Display gescheucht werden als eben beim MediaPad M1 8.0. Generell kann ich euch einen Wert an die Hand geben, nämlich 8 Stunden für reines Video schauen. Bei einer automatischen Helligkeitsregulierung und bei deiner Lautstärkeeinstellung von 50%. Das heißt, wir haben hier einen relativ guten Wert für ebenso handliche Geräte. Das betrifft sowohl das MediaPad X1 als auch das MediaPad M1. Momentan habe ich den Sun Spider Benchmark aufgerufen, den ich mal hier drüber laufen lassen will. Das ist also ein Webbrowser Benchmark, der uns auch Auskunft darüber gibt, wie schnell eben Webseiten geladen werden. Und den werde ich jetzt sowohl beim M1 mal ausführen, was hier am Anfang an der Reihe ist. Das zählt jetzt einen Countdown runter von 10 auf 0. Und im Anschluss dessen bekommen wir ein Ergebnis angezeigt, nämlich in Millisekunden. Je weniger Millisekunden ich benötige, desto besser, desto schneller ist die Performance hier auf dem MediaPad M1 8.0. Mal schauen. Jetzt haben wir noch eins und der Sun Spider Benchmark ist beendet und wir machen das Ganze mal etwas größer, gehen mal an die Kamera heran und wir sehen, wir haben 1227,4 Millisekunden. Ja, das ist ein Wert, der gerade noch so in Ordnung ist. Also es gibt momentan schon Geräte, die erreichen so um die 500 Millisekunden. Die sind allerdings auch im High-End-Bereich angesiedelt und nicht hier in der Einstiegs- bzw. Mittelklasse, denn man muss sich auch vor Augen halten, dass dieses Gerät hier nur 299 UVP kostet. Das gleiche werde ich jetzt natürlich mit dem X1 ausführen und auch hier wird es so einen kleinen Warm-up geben und eben diesen Countdown von 10 herunterzählen. So, jetzt sind wir bei der 1 angelangt und auch hier ist jetzt dieser Sun Spider Benchmark beendet und spuckt uns ein Ergebnis aus. Wo kommt es? Nein. Dort haben wir das Ergebnis und wir kommen auf 1082 Millisekunden und das unterstreicht auch mein rein subjektives Empfinden, dass eben das X1 im Bereich des Surfens ein Tick schneller ist als das M1. Gehen wir nochmal ganz kurz hier auf die Oberfläche ein und wischen mal hier ab und zu durch oder gehen ins Multitasking-Menü. Das heißt, hier kann ich einzelne Anwendungen auswählen und aufrufen. Und das funktioniert hier beim X1 doch sehr gut. Das heißt, mit ganz leichter Verzögerung nur, aber generell sieht das doch wirklich ganz gut aus. Und wenn ich möchte, kann ich natürlich auch alle Anwendungen hier rausstreichen, die momentan im Hintergrund geöffnet sind und dementsprechend läuft dann auch das Gerät wieder schneller. Und ihr seht, wenn ich hier Ordner öffne, das funktioniert doch wirklich sehr zufriedenstellend. Das schauen wir uns auch nochmal auf dem MediaPad M1 8.0 an. Das heißt, auch hier kann ich in das Multitasking-Menü gehen und meine Einstellung aufrufen. Und es dauert alles so ein paar Millisekunden länger als noch beim X1. Aber generell ist das auch noch zufriedenstellend. Ich kann hier in die Kontaktliste gehen, ich kann wieder in die Kamera zurückgehen, wohin auch immer. Und wenn ich möchte, kann ich natürlich auch hier den kompletten Speicher löschen und die Anwendungen, die im Hintergrund ausgeführt werden, beenden. Hier wurden jetzt 136 MB Arbeitsspeicher freigegeben. Und dann sollte das auch hier wieder auf der Oberfläche etwas flüssiger funktionieren, was es dann auch tut. Und sofern nicht allzu viele Applikationen geöffnet sind, sieht das auch auf dem MediaPad M1 8.0 wirklich sehr gut aus. Was bleibt also als Fazit übrig zwischen beiden Geräten? Wir haben hier das MediaPad M1 8.0 mit einem 8 Zoll Display, allerdings nur mit HD-Auflösung. Im Gegensatz ein 7 Zoll Gerät mit Full HD-Auflösung, das heißt 1920x1080 Pixel. Preis beträgt 299 UVP für das M1 8.0, 399 UVP für das X1 7.0.
Generell kann man sagen, dass das X1 wertiger verarbeitet ist aufgrund der Größe. Es hat einen netteren Formfaktor. Es passt wirklich absolut locker in eine Hand. Man könnte es schon als kleines Phablet durchgehen lassen. Man kann es auch garantiert in eine Gesäßtasche stecken. Die Kamera auf der Rückseite ist Hochauflöser mit LED-Blitz. Und ich denke, der Straßenpreis wird sich vielleicht so bei 360 Euro einpendeln. Und dann, damit ist das ein absoluter iPad-Mini-Konkurrent, zumal ich hiermit auch noch ins LTE-Netz wechseln kann. Das M1 8.0 ist von der Verarbeitung auch gut. Man setzt auch hier auf Aluminium und Kunststoff. Wir haben allerdings 1 GB Arbeitsspeicher weniger. Die Kamera auf der Rückseite löst nur mit 5 Megapixeln auf, das heißt nicht ganz so hochauflösend. Und dementsprechend sollte man Bilder nur machen, wenn man ein paar Schnappschüsse benötigt, beziehungsweise unter gutem Umgebungslicht. Das war es mit unserem Vergleich zwischen dem MediaPad M1 8.0 und dem MediaPad X1 7.0. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Testberichte gibt es natürlich zu beiden Geräten und ich freue mich, wenn ihr die nächsten Videos wieder anschauen werdet. Macht's gut!